Georgien wählt an diesem Samstag ein neues Parlament, heiß umkämpft zwischen der Regierungspartei und einem Bündnis um den Ex-Präsidenten des Landes, der sich im selbst auferlegten Exil in der Ukraine aufhält. Der georgische Traum hatte 8 Jahre lang eine starke Mehrheit im Parlament mit 150 Sitzen, hat aber angesichts der wirtschaftlichen Probleme des Landes Popularität eingebüßt. Parteichef Bitsina Ivanishvili: Wir schließen eine Koalition aus, wir werden mit einer absoluten Mehrheit an die Macht kommen und wenn nicht mit einer absoluten, dann mit einer soliden Mehrheit. Ich meine, dass der georgische Traum so etwa 100 Mandate haben wird, plus minus 2 Mandate. Der Traum wird herausgefordert von einem oppositionellen Bündnis, dem auch die Vereinte Nationale Bewegung des ehemaligen Präsidenten Michail Saakaschwili angehört, ein Mitglied der Parteiführung. Die Regierung sieht, dass ihr die politische Macht aus den Händen gleitet und versucht es immer noch mit diesen post-sowjetischen Tricks. Was die Opposition betrifft, sind wir absolut entschlossen, die Regierung abzulösen und Georgien auf einen normalen Weg einer demokratischen Entwicklung zurückzubringen. Sollte die erforderliche Mehrheit nicht erreicht werden, gibt es eine zweite Runde.